Natürlich müsste ich daraufhin die Forschung und Entwicklung jetzt hier einstellen. Das bedeutet, dort, wo wir momentan stehen, da würden wir auch stehen bleiben. Die Frage ist, macht das Ganze Sinn? Es macht für mich Sinn, denn ich möchte gerne dieses Haas-Team nämlich aufbauen zu einem konkurrenzfähigen, schönen Team, wo wir auch um den Weltmeistertitel fahren können. Deswegen ist jeder Punkt, den ich hier sparen kann, eigentlich relativ gut. Weswegen ich auch einfach sagen würde, das war's hier mit der Entwicklung. Weswegen ich hier die Forschung und Entwicklung einstelle. Ganz einfaches Spiel. Die Entwicklung wird eingestellt, das Auto wird nicht mehr weiterentwickelt. Und ich bin einfach mal gespannt, wie wir uns auch hier dann in Sachen Konstrukteurswertung, das ist das Wichtigste, halten können. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Das sehe ich genauso. Es ist Aufgabe der FIA zu kontrollieren, sind die Fahrer auf der Strecke oder nicht. Ist aber hier in Singapur nicht kein großes Thema, aus dem ganz einfachen Grund, wenn, dann kommt hier sowieso ganz schnell die Wand. Und apropos Wand, Singapur, das ist das dritte Skatrennen in dieser Saison. Die Strecke wirkt auch im Verhältnis zum Vorgänger. Das fällt mir jetzt auch wieder spontan auf. Oder wirkt ein bisschen breiter als im Vorgänger. Das ist mir ja schon in Monaco aufgefallen, dass da vielleicht kommt, dass das was dran verändert hat. Bin aber gespannt, wo hier die Ideallinie ist. Hoppala. Jo, da können wir jetzt nicht so früh ans Gas gehen. Das ist auch eine schwierige Kurve hier durch diesen veränderten Streckenverlauf im zweiten Sektor. Wir haben nicht ganz bei Nacht mit Chef. Das hatten wir ja ein ganz großes Problem. Okay, da muss ich auch aufpassen, bis ich auf Vollgas gehen kann. Das wird jetzt ein rotes sein. Das ist halt, wenn ich ein bisschen später bremsen möchte, dann kommen halt auch mal Fehler zustande. Jo, das ist hier. Oh, ich bin im falschen Gang unterwegs gewesen. Da habe ich einen Gang zu übersprungen beim Runterschalten. Wie später soll ich dann noch bremsen, Spiel? Das geht kaum noch später. Da bin ich schon 19. zurück. Ich bin irgendwie mit dem Auto nicht zufrieden. Es macht nicht so ganz das, was ich möchte. Da auch. Bleibt auch wieder ein Rad stehen. Boah, die ist echt beschissen anzubremsen. Ich wusste genau, warum die wirklichen Formel-1-Fahrer das auch nicht mochten. Schneller, ich würde sagen. Warum mir da jetzt wieder schlagartig das Heck kommt, habe ich jetzt auch wieder nicht so ganz verkapiert. Und hier sind auch nur 60. Und das waren jetzt noch 60, okay. Also keine Verwarnung bekommen, ist auch wichtig für die Ressourcenpunkte. Mein Ziel, was ist eigentlich mein Ziel hier für Singapur? Gute Frage, nächste Frage. Punkte in den Top 10 habe ich vor. Das ist aber auch das Minimum eigentlich. Also Podium, ach, wird schon saumäßig schwer. Auch Verstappen mir zu schlagen, wird saumäßig schwer. Teamkollege Grosjean vielleicht ein Ziel. Wir fahren natürlich auf Simulation und da kommen wir wieder schlagartig das Heck. Das verstehe ich an der Stelle leider echt nicht. Warum da schon wieder das Heck ankommt. Ansonsten passt ja, wir dürfen unser Auto natürlich auch nicht schrotten. Das kommt auch noch wieder hinzu. Ist ja gerade in Singapur auch nicht einfach. Gerade im Rennen wird das auch nicht einfach sein. Bei 61 lange Rennrunden. Ach, das ist vielleicht sogar hier die Markierungen, warum da mein Heck jedes Mal rumgekommen ist. Das erinnert mich an John Palmer aus Monaco. Weil komischerweise da ist das Auto ganz kurz auch wieder instabil geworden. Erste Kurve und letzte Kurve, meine Problemkinder. Oder die Waldfee. Da blieb, glaube ich, mein Rad ganz kurz lange stehen. Warum ich jetzt das da verändert habe, ist der ganz einfache Grund. Wir haben dann noch einen kleinen Teamziel zu erfüllen. Deswegen habe ich mal ganz kurz auch mal die Bremse weiter nach vorne verlegt. Wir kommen hier auch wahrscheinlich an die 2-Stunden-Grenze locker dran. Also ich erwarte hier vielleicht auch gar ein Video mit 2 Stunden 20. Jetzt haben wir das Ziel erfüllt. Jetzt können wir mal hier den Reifen wieder hart rannehmen. Ja, das war auf jeden Fall zu schnell. Okay. Da muss ich mir auch was einfallen lassen für die Boxengasseneinfahrt. Position 9 ist angepeilt. Okay, das ist aber sehr hoch gegriffen. Mein liebes Team. Also 9. Boah. Im Schlusssektor, dann verliert er wieder auf mich. Okay. Ne, da habe ich immer noch so wenig Grip. Das
es wurde jetzt nicht besser durch den Reifen. Also es ist dann wahrscheinlich doch die Fahrbahnmarkierung. Codemaster, was habt ihr denn da gerissen? Überall woanders kann ich da fahren, wie ich möchte. Nur da komischerweise nicht. So. Hier müsste ich Zeit rausholen. Und das tue ich nicht. Ich hole nichts raus auf der Geraden. Warum beschleunigt der nicht hoch? Dann bleiben wir wieder die Reifen stehen. Also die Kurve finde ich ganz beschissen hier. Ich verstehe nicht, warum die Formel 1, die richtigen Formel 1 Fahrer das auch nicht mochten, die Kurve. Die ist wirklich scheiße zu fahren. Ja, die Verwandlung geht in Ordnung. Mir ist erfreulich, was vor mir gerade fährt. Runde kaputt. Ja. Bei 13 finde ich im Schlusssektor. Und jetzt ist diese eine Kurve. Und die ist wirklich im Vergleich zu früher saumäßig schwer geworden. Neunter oder besser wird schon schwer. Rivale wird hier eigentlich ein Unding der Unmöglichkeit werden. Und Romain Grosjean, der sollte machbar sein. Und die Reifen sollen hier 26 lange Runden halten. Sprich, wir haben eigentlich genügend Zeit. Oder wir können hier eigentlich genug Reifen verballern. Wir müssen keine Reifen sparen. Ich bezweifle hier der neue Streckenabschnitt, der sich nicht so wirklich schön fahren lässt. Man hat es jetzt wieder schön gesehen, wie das Auto da am Rutschen ist. Den Verstappen, ja, den werde ich wahrscheinlich nicht bekommen hier. Wenn ja, wäre schon eine kleine Überraschung. So, wo ist denn jetzt mein Himbeer-Bananen-Smoothie? Heute mal was anderes zu trinken. Ja, mal nicht nur Wasser oder Energy-Drink. Nein, heute mal was Gesundes. Ein Smoothie, Leini. Himbeer-Banane. Was habt ihr denn nicht davon schon mal gegessen? Habt ihr das überhaupt schon mal gegessen? Erdbeer-Banane ist ja am leckersten. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen, ja? Und was war gestern? Das Morgen von heute. Ja? Ei, ja, ja. Aber das könnt ihr dann auch mal beantworten. Also mit dem Reifen kann man durchaus darüber überlegen, auch im Rennen lange draußen zu bleiben. Und dann vielleicht nochmal mit neuen Ultrasoft zu fahren. Oder halt im Schluss sind nochmal ein Ultrasoft aufziehen und damit fahren. Ist auch eine Maßnahme. Das war nicht zu schnell. Das war in meinen Augen doch zu schnell. Vettel momentan der Einzige mit Supersoft. Und wer draußen? Vettel draußen mit Supersoft. Und es ist passiert. Vettel ist draußen auf Supersoft. Da hat sich Ferrari ordentlich verpokert. Ich hasse diese Stelle, leider. Die Kurve ist scheiße. Ich wiederhole mich, aber die Kurve ist scheiße. So, alles jetzt Stelle Vorbereitung auf den finalen One, der ja noch kommen wird. Mit dem wir aber nur eine Runde fahren werden. Was da jetzt schneller gewesen wäre. Auch hier darf man nicht so weit rausfahren. Könnte vielleicht auch ein kleiner Knackpunkt sein. Aber das ist die Kurve, wo ich eigentlich alles verlieren kann und auch alles gewinnen kann. Wie auf der 2 mit einer Zauberrunde, gleich schnell wie Lewis Hamilton. Wer hat die Runde zuerst hingebrettert? Das müsst ihr in die Kommentare beantworten. Und ich gehe von Nico Hülkenberg sowieso, aber auch von Nico Rosberg auf der 4. Verstappen geschlagen um eine Zehntel. Wer hätte das gedacht? Auch gleich schnell mit Nico Rosberg. Rivalität gewonnen, 30 zu 15. Das ist ja ordentlich. Wir starten heute von einer sehr guten Position aus. Mal sehen, ob wir uns im Rennen weiter verbessern können. Das werden wir sehen. Und was ich jetzt hier sehe, ist auf jeden Fall, es soll regnen. Und das nicht gerade wenig. Und bei personalisiert soll ich eine Zweischirmstrategie nur fahren. Okay. Dritte Aufnahme heute schon. Beim ersten Mal ist mein Spiel abgeschmiert, da ist noch alles, das System noch stabil gewesen. Beim zweiten Mal hatte ich den bekannten Bluescreen, den ich auch schon in Kanada hatte. Ja, also das Spiel hat immer noch irgendwo diesen tiefen Bug drin, was mein Windows irgendwie nicht mag. Und scheiße ist das einfach wieder. Es ist einfach wieder so ein scheiß Gefühl zu wissen, hier herrscht wieder so vielleicht der Defektteufel. Defektteufel, ja, Hamilton und Malaysia. Ne, jetzt kommen wir mal ganz kurz noch zu den Zielen. So, wünscht mir Glück. Ich wünsche euch schöne Unterhaltung. 2 Stunden. Die hoffentlich durch sind. Oder hoffentlich durchgehen. Ansonsten raste ich aus.
Wir haben nämlich 12:30 jetzt bei mir nachts. So, viel Spaß, wünscht mir Glück und es geht jetzt gleich los. Wetterbericht in 5 Minuten, ja, kenne ich schon. Das kenne ich schon. Deswegen haben wir jetzt hier die Reifen auch zu Tode. Wenn er sich aber einen Schaden durch das Auffahren in Kurve 1 natürlich ist das jetzt passiert. Und zwar hier ist es abgeschmiert. Hier. Das haben wir schon mal überstanden. Das war vorhin bei dem Bluescreen, die Schelle. In Runde 2. Da war ich auch in Führung gelegen. Es tut mir aber leid, wenn ich euch damit nerven muss, aber das zeigt auch so ein bisschen, wie instabil das System bei mir ist. Das Spiel, ehrlich gesagt, weil es passiert nur bei dem Spiel. Das ist ja das Bekloppte irgendwo da dran. Und es passiert immer nur in der Karriere. Also in Korb ist da noch nie was vorgekommen. Ja, Korb nehme ich auch mit Tobi auf, nie was vorgekommen. Bisher zumindest. Das hat sich auch nie angekündigt, dass das wieder abgeschmiert ist. Das kam wieder von jetzt auf gleich. Meine neue Hasskurve hier. Die habe ich schon jetzt kennengelernt. Komm, hat der gesehen, dass ich schon mit dem Wagen hier kämpfen muss? Oder ist das schon... Wow, rutscht über die Vorderachse. Kommt nämlich schon mit Intermediates an. Und das gerade in so einem Skatkurs, ey. Da kannst du kein untersteuerndes Heck brauchen. Yo! Alles klar, Chef. Hülkenberg führt, aber auch komplett falschen Reifen. Da muss ich jetzt extrem aufpassen. Das kriegt das Spiel eigentlich auch schön hin, diese Grafik, über die Grafik, dass da keine Regentropfen unter dieser kleinen Tribüne sind. Finde ich relativ nice. Jetzt nehme ich schon 21 Minuten auf und es ist bisher nichts passiert. Das ist schon mal gut. Ein gutes Zeichen. Wir werden hier locker an die 2 Stunden drankommen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob Codemasters sowas eingebaut hat. So eine schöne Begrenzung. Also das Safety Car und wir fahren und wir fahren und wir fahren. Wir sehen auch, was wir am Benzin wieder sparen. Also wir haben jetzt schon wieder fast 2 Runden zu viel drin. Und Wechsel auf die Fullweltbedingten Reifen. Weil es regnet gerade wie Sau hier. Das kann natürlich jetzt der Griff ins Klo sein. Oder das kann das absolut Richtige sein. Raikönen. Ricciardo ist schneller gefahren, die Runde. Den Platz habe ich verloren. Aber gegen Raikönen und gegen Hamilton und gegen Rosberg habe ich gewonnen. Auch die Regenreifen. 70 Grad sind da die, ist da der Optimalpegel. Glück gehabt. Und der McLaren dazwischen. Nice. Der Alonso hat richtig profitiert davon. Und Magnussen ist auch noch vor uns. Ja, und was ist denn hier los? Magnussen macht keinen Scheiß. Der weiß selber, dass er auf dem falschen Reifen unterwegs ist. Ich habe sogar noch das virtuelle Safety Car. Da freut sich der Erstplatzierte gerade. Ich komme noch vor ihm raus. Das Delta war jetzt wichtig. Aber klar, da muss ich ganz kurz angasen. Rosberg damit auf der 3. Oh, bloß nicht in die Wand. Sich verbremsen. So, jetzt ist die Frage, Soft, Super Soft oder Ultra Soft? Jetzt hier jetzt mein Laptop selber eingeschaltet. Und Raikön, der muss an mir eigentlich vorbei.
Rosberg, der sollte sich jetzt absetzen. Also die Reifen sind da doch schon, ja, 18. auch im Renntrim langsamer. Motorenverschleiß hoffentlich noch kein Thema. Kleiner Leck, lieber ein Leck als Standbild. Das hat er sich selber zuzuschreiben. Der liebe Kimi. Das haben wir schon öfters erlebt, dass die KI, da sind auch Frontflügelteile geflogen. Ganz normal habe ich da gebremst. Ja, Reifen bauen nicht schnell ab. Gutes Zeichen. Rennstrategie. Alles klar. Also ich habe den Schritt eigentlich nie gemacht. Von Controller auf Lenkrad. Ich bin sofort auf Lenkrad gegangen. Ich habe ja das Logitech Driving Force GT. Ist jetzt aber natürlich kein Next-Gen-Lenkrad. Das muss dir auch bewusst sein. Warum passieren jetzt keine Fahrfehler? Gerade beim Hochschalten sehr drauf drückt. Also richtig aggressiv schaltet. Ist auch in echtem Leben so. Also ich hau da auch immer die Gänge extrem rein. Hat meine Mutter immer mal gesagt. Dass ich die Gänge da saumäßig in das Getriebe reinpresche. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das kommt vielleicht vom Rennfahren. Der ist 17. ungefähr schneller. Jetzt hole ich auch mal langsam auf den Sauber da vorne auf. Wie bereits erwähnt, ich gehe davon aus, dass sie nochmal abbiegen. Bevor der Regen kommt. Wenn nicht, dann muss ich mich auf Bottas konzentrieren. Dann ist das halt einfach so. Aber die geben ja ordentlich Kopf da vorne. Ja, leco mio. Da flogen Teile. In 133 ist das Spiel abgeschritten. Und zwar auch wieder gleich an der Stelle hier. Und zwar genau hier. Also ich bin schon mal am weitesten von allen drei Aufnahmen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann gebt mal einen Hashtag ein und der Hashtag lautet Regen. Ja, also wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Regen eingeben. In die Kommentare tippen und schreiben, ob ihr das immer noch unterhaltsam findet. Also das wissen wir doch. Kimi ist auch aus dem Rennen, okay. Jetzt pusten hier die Kontrahenten. Wo war Kimi eigentlich? Okay. Hat aber gedauert. Deutlich länger als das sonst der Fall war. Vorsicht, also da bin ich auch schon knapp an der Wand vorbeigedriftet. Und das hat der Mutter gar nicht gut. Wetterbericht. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja das Schöne, dass du mir gerade diese Information nicht geben kannst. Boah, soll ich mich da groß wehren? Ganz offen und ehrlich. Nein! Den lasse ich sogar mit einem Handkuss vorbei. Ey, wo muss der Mercedes stärker sein? Ein bisschen spät. 15 Minuten. Auf jeden Fall Rennende. Ja, der kommt da herangepischt, genau wie Hamilton. Auch Vettel, den kann ich vorbeiwinken. Das mache ich auch. Sorry natürlich für euch, falls ihr natürlich Überholmanöver oder Verteidigungsmanöver sehen wollt, aber es macht keinen Sinn. Da habt ihr gesehen, der gibt nicht nach, ey. So, dann gib jetzt Gas hier. Alter, wie er da durchfahren kann. Also bei mir, ich merke mein Problem. Ich merke mein Problem an diesem Spiel. Ich erinnere mich wie an Russland. Sobald die Reifen einfach keinen Verschleiß haben, komme ich nicht hinterher auf Ultimate. Das ist das gleiche Phänomen wie in Russland. Ich brauche Strecken, wo der Reifenverschleiß hoch ist. Wie zum Beispiel in Belgien. Da habe ich das nämlich gespürt. Weil hier kommt es drauf an, konstante Runden zu knallen. Yes! Super, das kommt mir wie gelaufen, das kommt mir wie gerufen. Aber Bottas kommt das genauso gerufen.
Obwohl, ne, gar nicht, nehme alles zurück. Gar nicht, der ist ja auch ein Delta jetzt. Bis der in die Boxengasse ist. Ah, ein bisschen gewinnt er schon. Richtig, das ist in dem Fall Daniel Ricciardo. Ich hätte mit dem Supersoft durchfahren können. Wieder eine Erfahrung reicher. Safety Guy ermöglicht natürlich nochmal alles. Meine Stimme ist gleich wirklich weg, ey. Sorry. Das bezweifle ich. Dass das mein letzter Boxenstopp war, das bezweifle ich. Wetterbericht. Da kommt die Regenwolke, die ist einmal im Kreis geflogen, ey. Ja, so ungefähr. War aber die eine Windböe, die eine Richtung. Aber die Karte gegen Bottas habe ich wieder gewonnen. Sehr schön. Ja, es tut mir so leid, ich merke, dass meine Stimme gerade echt den Bach runtergeht. Boah, das hat dreist wieder Pech gehabt. Ganz einfach. Hashtag Safety Car, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Die Fahrer haben ja so eine 0,5 Liter Flasche in ihrem Wagen. Ich habe 0 Liter hier, ey. Gar nichts habe ich getrunken bisher in diesem Rennen. Gar nichts. Daher kommt wahrscheinlich noch die komische Stimme, ey. Mein Gott, wir müssen ja zusammenreißen. Wo ist Ricciardo abgeblieben? So wird auch nach vorne gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder bei meinem PC rumspackt. Ja, das ist die dritte Möglichkeit. Das hoffe ich jetzt aber nach 51 Runden nicht. Ich bin jetzt hier schon über 80 Runden gefahren. Und vor allem, das macht immer noch Spaß. Das ist das Verrückte dabei. Okay. Spüre ich jetzt noch nicht. Doch, er muss ein bisschen abreißen lassen. Doch. Es ist irgendwas passiert. Bottas aus dem Rennen, beide Williams draußen. Da war ein kleiner Leck drin. Oder so ein Schulsystem auf Formel1.de. Das könnt ihr mal gerne machen. Gebt mir mal eine Note zwischen 1 und 6. Natürlich im Verhältnis zu meinem Teamkollegen gemessen. Am besten, weil der hat das gleiche Auto. Ich bin so langsam für Regenreifen. Das Problem ist, das gesamte Feld ist nicht zusammen. Ich glaube, dass wie lang dauert denn das hier? Es ist pitsche-patsche nass. Das war eine Runde. Wieder eine Runde zu spielen. Das kommt dir aber auch noch nicht so langsam vor. Und das ist das große Problem. Wie kommt das schon sehr langsam vor? Bei dem Wetter hier, ja? Bei den Bedingungen allgemein, die sind über zwei Stunden, kann ich mit der Leistung offen und ehrlich komplett zufrieden sein. Keine Rückblende, das muss man überhaupt mal sagen, ja. Keine Rückblenden, keine Pfeifen, Stimme weg. Konzentration fast weg. Ich muss meine Stimme jetzt gerade schon, oder? Eine kurze Pause machen. Aber keine Bremspause einlegen. Weil Perez ist noch da. Und es sind noch drei Runden. Und gegen den Perez sollte ich schon schneller fahren. Hä? Wieso karierte Flagge? Ach! Die 2-Stunden-Regel ist drin! Deswegen! Star-Code-Masters, Kompliment dafür! Weil ihr seht ja da oben 60 von 61. Aber die 2-Stunden-Regel ist eingebrochen, deswegen kam auf einmal karierte Flagge. Hut ab! Das heißt, wir fahren nur noch die Runde hier. Kompliment, Codemasters. Großes Kompliment, dass die Regel drin ist. Das ist das erste Rennen im Let's Play, wo ich 2 Stunden am Stück fahre. Und das offiziell.
Und deswegen steht da jetzt keine Ritterflagge. Jetzt habe ich es verstanden. Glückwunsch an Nico Rosberg. Ja, das Spiel kapiert das! Boah, ich bin kaputt. Und mal, ihr seht selber, 1,48 war zum Schluss nochmal die Runde von Rosberg. Ja, das ist wirklich, also bei 2 Sekunden kommt dann automatisch die karierte Flagge. Respektspiel davor. Das fing schon bei dem Skatarm mit dem guten Skat von mir und von Lewis Hamilton. Wir haben Daniel Ricciardo regelrecht stehen lassen und der Anschubser von Hamilton auch in Kurve 1. Er ging hier deutlich später auf die Bremse. Nehmen wir auch natürlich jetzt auch noch die, ja, das nehme ich jetzt auch noch direkt nach dem Rennen auf. Also ich bin eigentlich jetzt schon hundemüde um kurz vor 4 Uhr morgens. Ich bin froh, wenn ich dieses Video gleich in die Rennerliste packen kann. Vorteil eigentlich da vorne. Hier sehen wir noch ein schöner Massa Fastreher mit dem Force India. In der Startphase wurde nicht mal aufgelistet, habe ich per Zufall aufgeschnappt. Das habe ich ja in 2015 und in 2014 und in 2013 noch nicht erlebt. Also das Rennen hat hier wirklich mal alles gedoppt. Positiv aufgefallen ist mir natürlich auch, wie ihr mitbekommen habt, dass es die 2-Stunden-Begrenzung in diesem Spiel gibt. Hut ab, Codemasters, dafür. Zumindest dafür, ja. Wir mussten uns dann auch noch zeitweise verteidigen gegen Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton. Dieses Manöver konnten wir noch abwehren. Aber dieses Manöver hier von Räikkönen war genauso falsch wie das von Lewis Hamilton in Kurve Nummer 1. Frontflügel leicht beschädigt. Er ist daraufhin ja in die Boxengasse abgebogen. Hinten machten Lewis Hamilton und Sebastian Vettel weiter. Drückt. Druck, vor allen Dingen druckt. Ja, drücken haben sie auch gekonnt, ja. Jo, paar Kurven später war dann das nächste Top-Auto raus mit Kimi Räikkönen. Auch hier kapitaler Motorschaden. Das ist irgendwie hier bei Codemasters Number One für Ausfälle. Motorschäden. Das ging aber auch nur deswegen auf, weil ich mich nicht groß oder weil ich einfach nicht die Tür außen zugesperrt habe. Den schaut mal genau hin. Er hat genau so viel Platz, dass er gerade so noch da durchpasst. Am besten mache ich nächste Mal die Tür komplett zu. Schon ein paar Mal der nächste Ausfall und auch der letzte mit Motorschaden. Dann gab es noch eine nette Berührung mit einem Safety Car und einem Felipe Nasa. Das war auch interessant. Er darf hier das Safety Car nämlich gar nicht überholen. Und jetzt zack, eine Berührung mit dem Safety Car. Hallo Ben Beinländer, fahren Sie mal ein bisschen schneller. Ein relativ gutes Rennen gezeigt hat. Auch ein Wehrlein macht auch mal Fehler. Das wollte ich einfach nur mal mit dieser Szene zeigen. Und Grosjean holt den letzten Punkt durch ein Duell gegen Pascal Wehrlein. Da sieht man, dass unser Auto auf der Geraden doch nicht das schlechteste war. Also der konnte auch im Regen überholen. Gut, das haben wir geschafft, die Fahrermeisterschaft. Wir haben alle 3 wieder Pluspunkte hier. Wir sammeln nur Pluspunkte. Können wir die mitnehmen in die nächste Saison? Die Karrierepunkte, ja, ein paar mehr Runden als 85 heute gefahren, das weiß ich schon. Entschieden für Malaysia, aber ich glaube schon viel zu lang. Der Part ist schon viel zu lang. Ich bin heute, ich sag's nochmal, ja, 1,5 Rennen in Singapur gefahren. Wie gesagt, erste Aufnahme, 33 Runden, dann ist mir das Spiel abgestürzt. Bei der zweiten kam sogar ein Bluescreen und ich bin froh, die dritte ging reibungslos über die Bühne. Ich bin kaputt, wir haben 3 Uhr nachts.